2018, ein Jahr der Extreme. Anfangs hatten wir Hochwasser und plötzlich ab April regnete es nicht mehr. Ja, und die Auswirkungen sieht man jetzt. Die Aufnahmen sind am 22.10. um ca. 17 Uhr entstanden. Der Pegelstand in Worms war zu diesem Zeitpunkt 4 cm. Der Rekord war dieses Jahr bei 1 cm. Ich bin einfach mal um das Hafenbecken herumgelaufen und habe einige Aufnahmen getätigt und bin doch sehr, sehr geschockt gewesen, wie wenig Wasser jetzt noch vorzufinden ist. Die Boote liegen, kann man sagen, so gut wie auf Grund oder zum größten Teil. Sicherlich gibt es auch wieder Jahre, an denen man mit Hochwassern zu kämpfen hat. Das ist auch nicht schön. Allerdings, wenn hier kein Wasser mehr im Rhein ist, hat das ja auch Auswirkungen auf die Frachtschiffe und dementsprechend werden die Kosten teurer und die Ölpreise sind in diesem Monat auch schon drastisch gestiegen, auch eine Auswirkung der hohen Frachtkosten. Auch habe ich die Gangways, die zu den Stegen führen, noch nie so schräg gesehen. Vorstellen, wenn es da jetzt über Nacht Glatteis gäbe, man könnte diese Wege gar nicht mehr benutzen oder müsste damit rechnen, dass man hier auf dem Hintern nach unten rutscht. Hier an der Kante zur Rheinspitze steht und ein bisschen Höhenangst hat, wird es einem schon recht schwindelig. Es geht nämlich da ganz schön tief hinunter. Aber die Fähre ist immerhin noch im Betrieb. Jemand hat mir berichtet, dass diese Fähre einen ganz, ganz niedrigen Tiefgang habe. Das heißt, selbst Niedrigwasser ist damit noch locker zu bewältigen, aber auch die Fähre hat sicherlich ihre Grenzen. Die Anlegestelle der Fähre habe ich noch nie so weit draußen gesehen. Gut, ich glaube. Ja, der Roland kann mir auch nicht sagen, warum es am Donnerstag hier im Hafengebiet gesperrt wird.
Na, wenn wir noch rechtzeitig erfahren. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.